Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden-Hangout. Ich bin Johannes Müller, ein Webmaster Trends Analyst hier bei Google in der Schweiz. Ein Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts, wo Webmaster, Publisher, SEOs kommen können und diverse Fragen rund um die Websuche stellen können. Sind schon einige Fragen eingereicht worden über YouTube, aber wenn einer von euch loslegen möchte, seid ihr gerne eingeladen, schon mal anzufangen. Wenn nicht, ist das auch okay. Also, dann starten wir doch mal die Fragen durch. Wenn ihr weitere Fragen oder Kommentare zwischendurch habt, einfach nur loslegen. Eine Frage über JavaScript und Navigation. Wenn ich mein JavaScript deaktiviere und dann eine Shop-Seite ansurfe, dann funktioniert das Dropdown mit den gesamten Kategorie-Links nicht mehr. Angenommen, die Links würden dadurch aus dem Source Code verschwinden. Wie geht Google im Schritt 1 ohne JavaScript-Rendering damit um? Die Verbindung zwischen Start- und Kategorienseite könnte damit unterbrochen sein, können hierdurch regelmäßig wiederkehrende Sichtbarkeitssprünge entstehen. Grundsätzlich versuchen wir eigentlich, das Rendering möglichst schnell zu machen. Das heißt, wir versuchen, diese Seiten möglichst direkt zu rendern, sobald wir das können. Im Schnitt ist es, glaube ich, jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, Minuten oder so, haben wir, glaube ich, kürzlich gesagt. Von dem her gibt es eigentlich nicht mehr so diesen großen Unterschied zwischen der nicht gerenderten Version und dann der gerenderten Version beim Indexierung. Das heißt, wir würden versuchen, zumindest diese Seiten so zu sehen, wie sie mit JavaScript laufen würden. Dann, ja, also von dem her sollte das eigentlich klappen. Was ich da vielleicht machen würde, einfach damit man sicher ist, dass diese Navigation kommt, mit dem Inspect URL-Tool zu arbeiten, wo man dann auch die HTML-Version von der gerenderten Version anschauen kann, damit man wirklich sicher sein kann, dass da wirklich sauber Links gefunden werden, dass die Links mit einem A-Element im HTML dabei sind, mit einem href, mit einer sauberen URL, damit wir in der gerenderten Version wirklich saubere Links erkennen können. Was manchmal gemacht wird, ist, dass man einfach HTML-Elemente nimmt und dann quasi ein Event dazufügt und sagt, wenn jemand auf dieses Element klickt, dann soll zu einer anderen URL navigiert werden. Solche Sachen würden wir in der Regel nicht erkennen. Das heißt, wenn man Links einbauen möchte und wenn man möchte, dass diese Links quasi befolgt werden für das Crawling und Indexing, dann müssen das auf jeden Fall A-Elemente sein mit einem href-Link entsprechend dabei. Dann eine Frage zum Crawling-Frequenz. Macht es Sinn, dies über Black Friday auf niedrig zu setzen? Ich denke, das ist ein bisschen spät jetzt, aber grundsätzlich kann man das machen. Die Crawling-Frequenz tritt ein circa am nächsten Tag. Das heißt, wenn ich jetzt eine Änderung mache, dann am nächsten Tag, wenn unsere Crawler quasi die Konfiguration neu laden, dann trifft diese neue Konfiguration ein. Das heißt, wenn man jetzt die Änderung machen würde für Black Friday, wäre das schon sehr knapp. Ich weiß nicht, ob das noch greifen würde. Was man hingegen machen kann, wenn man wirklich sicher sein möchte, dass vom Crawling her, dass das Googlebot erstmal aus dem Weg bleibt und die Information im Moment jetzt nicht crawlt und nicht indexiert, ist, man kann die Robots-Textdatei mit einem 503-Status-Code zurückgeben. Was dann passieren würde, ist, Googlebot würde diesen Status-Code sehen, 503, und würde dann erstmal zurückhalten und sagen, gut, ich crawle jetzt gar nichts von dieser Website im Moment. Und die Robots-Textdatei wird ein bisschen später dann nochmal kontrolliert. Mehrmals an und für sich über die nächsten paar Tage und sobald wir wieder die Robots Text crawlen können, versuchen wir dann normal die Website wieder zu crawlen.
Das heißt, wenn alle Inhalte effektiv so indexiert sind, wie ihr sie haben wollt, und ihr wollt sicherstellen, dass Googlebot gar nicht die Website im Moment crawlt, ohne dass man die Website direkt mit Disallow alles in der Robots-Tags sperrt, kann man das mit dem 503 Status Code machen. Wir sehen das als einen temporären Fehler an. Das heißt, wir würden diese URLs dann nicht aus dem Index nehmen. Und wenn nach ein paar Tagen sich das wieder einpendelt und wir die Robots-Text-Datei wieder crawlen können, dann können wir eigentlich wieder normal loslegen. Ich habe noch eine Frage zu der ersten Frage. Würde es eigentlich in Richtung Cloaking gehen, wenn Googlebot die Links, also diese A-Links, nicht sieht, aber der User doch? Also ich benutze halt, also ich schaue, dass die Links für die User da sind, aber ich möchte halt ein bisschen den Googlebot steuern, also die Priorisierung irgendwie vornehmen. Also das sind Artikel, die jetzt nicht wichtig sind und der User sieht halt nur den Link zu dem Artikel. Würde in die Richtung gehen. Grundsätzlich ist das wahrscheinlich etwas, wo das Web-Spam-Team jetzt nicht irgendwie manuell eingreifen würde, weil das sind ja nicht größere Veränderungen an Inhalt direkt. Ich könnte mir einfach vorstellen, also ein Grund, warum wir das in der Regel nicht empfehlen, ist, weil das schwieriger ist, in der Wartung. Das heißt, nach einer gewissen Zeit weißt du dann vielleicht nicht mehr genau, welche Links werden für Googlebot sichtbar, welche sind nicht sichtbar. Das macht es möglich, dass man da unter Umständen die normale Linkstruktur einer Website quasi aus Versehen versteckt und auf einmal kann Googlebot die normalen Seiten gar nicht mehr richtig crawlen. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist, dass in vielen Fällen dieses quasi PageRank-Scoping, wie man das nennt, funktioniert eigentlich nicht so, dass man da wirklich einen großen Unterschied sieht. Es hängt ein bisschen von der Website ab, wie das alles eingerichtet ist, aber im Großen und Ganzen macht man sich sehr schnell einfach sehr viel Aufwand, der eigentlich nicht wahnsinnig viel Nutzen hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir eingerichtet ist oder was du da ausprobierst, aber das wäre vielleicht eine Sache, die man noch bedenken würde. Das heißt, aus Web-Spam-Gründen würde ich jetzt nicht sagen, dass da das Web-Spam-Team eingreifen würde. Ich denke, wenn du soweit sicher bist, dass du das sauber einrichten kannst, dann würde ich damit vielleicht mal etwas ausprobieren, schauen, ob das für dich wirklich einen Nutzen bringt. Und dann kannst du ja auch weiterschauen, ob das wirklich für dich auch längerfristig Sinn macht oder ob das einfach mehr Overhead ist, der mit der Wartung dann wieder alles komplizierter macht. Also was ich auch gesehen habe, dass zum Beispiel Links durch Robots.txt blockiert werden, also dass zum Beispiel bei Affiliate-Seiten, dass die Produktdetails dann halt geblockt werden. Das ist ein ganz großer Online, also bei Online-Shop, weiß ich jetzt nicht, Partnershop, Ladenzeile.de. Und die haben das zum Beispiel. Die haben Links zu ihren Produkten, aber dann durch robots.txt geblockt. Na, also da fließt ja auch kein PageRank oder fließt doch PageRank weiter wahrscheinlich. Ja, was da passieren würde, ist, wir würden unter Umständen diese Links zu diesen Seiten finden, vielleicht auch externe Links. Und da könnte es passieren, dass wir diese URLs ohne zu crawlen auch indexieren. Das heißt, wir sehen einfach die Links, die intern dahin gehen und sehen, dass wir diese Inhalte nicht crawlen können. Aber wir vermuten, dass da sinnvolle Inhalte sind. Und dann kann es sein, dass wir die URL indexieren, ohne dass die Inhalte effektiv indexiert sind. Und dann kann es, also was man da normalerweise sieht, ist, wenn man jetzt eine Site-Abfrage in der Suche macht, dann sieht man diese URLs. Mit normalen Suchen innerhalb der Website oder insgesamt im Web hängt es ein bisschen davon ab, ob man jetzt andere Inhalte hat, die dazu passen. Wenn ich zum Beispiel eine Produkteseite eigentlich immer per Robots.txt blockiert habe, dann kann es sein, dass wenn jemand nach diesem Produkt sucht, dass wir diese mit per Robots.txt blockierte Version zeigen in den Suchergebnissen. Hingegen, wenn ich
eine Variante einer Produktseite per Robots.txt blockiert habe und ich eine andere Variante habe, die normal crawlbar ist, dann werden wir, in der Regel würden wir dann versuchen, die crawlbare Version einfach zu zeigen. Das heißt, es ist nicht ganz das Gleiche. Je nachdem, was man machen möchte, wäre das vielleicht auch eine Variante. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man die Website strukturiert und was man effektiv auch indexiert haben möchte. Okay, danke schön. Okay. Ich hätte noch eine Anmerkung zu dem PageRank-Sculpting. Ja. Ich hatte mir nur angeschaut, zum Beispiel auf otto.de gibt es auf der Startseite circa so 800 bis 900 ausgehende Links und auf amazon.de zum Beispiel nur so 250. Und da wäre jetzt die Frage, weil Shops das ja natürlich ganz oft machen, dass sie irgendwie auf alle Kategorienseiten verlinken, ich weiß nicht, ganz viele Produkte. Und da wäre die Frage, ist das ein Problem? Sollte man eigentlich lieber die Links versuchen, auf der Startseite zu minimieren und nur auf Kategorienseiten zu verlinken? Oder macht das auch für euch eigentlich keinen Unterschied? Es ist unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass es für uns keinen Unterschied macht. Aber man kann das meistens so ansehen, dass in vielen Fällen ist die Startseite eines der stärkeren Seiten in der Website. Viele andere verlinken direkt auf die Startseite. Deswegen sehen wir die Startseite an als etwas, was sehr wichtig ist. Und die Links, die von dort aus rausgehen, das sind an und für sich Links, die wir als eher wichtig betrachten würden. Dann ist natürlich die Frage, wie man mit diesem Wert, sag ich mal, von der Startseite umgeht, ob man das eher konzentriert auf Kategorienseiten schicken möchte, weil man sagen möchte, diese Kategorienseiten sind für mich wirklich kritisch, oder ob man das vielleicht ein bisschen breiter gefächert verteilen möchte und sagt, dass die Kategorienseiten und die Detailseiten und vielleicht die Neuigkeiten oder die Nachrichten, je nachdem, was man alles verlinkt hat auf der Startseite, ob die auch ebenfalls wichtig sind. Das sind, denke ich, verschiedene Überlegungen, die man halt anstellen kann und sagen kann, ich möchte, dass das möglichst breit gefächert ist oder ich möchte, dass das möglichst konzentriert ist. Man kann auch eine Mischung davon machen, dass man sagt, grundsätzlich nur die Kategorienseiten oder nur die Kategorienseiten, die für mich interessant sind, dass man sich auch überlegt, wo habe ich den meisten Wert, wenn Benutzer kommen, oder wo ist die stärkste Konkurrenz, dass man da vielleicht auf das achtet dass man dann vielleicht trotzdem die Neuigkeiten auch irgendwie verlinkt von der Startseite, sodass die neuen Produkte relativ schnell auch indexiert werden, dass sie auch relativ schnell mal einigermaßen stark auch dastehen in den Suchergebnissen. Aber da würde ich sagen, gibt es keine genaue Regel, weil es hängt wirklich davon ab, was ihr damit erreichen wollt. Mit den normalen Shop-Strukturen, quasi mit diesen Kategorien und Unterkategorien und dann Produktdetailseiten, da kommen wir eigentlich relativ gut zurecht. Das heißt, vom Verständnis her ist das sicher okay. Man kann das aber sicher auch optimieren und ein bisschen so steuern, wie man das eher haben will. John, wenn jetzt in der Navigation schon 400 Links drin sind, wie bei otto.de, ich habe ja immer so aufgenommen, dass Google diese Site-Wide-Header-Funktion sowieso nicht so ganz ernst nimmt, würde ich mal sagen. Also einfach, dass wenn das auf jeder Seite drauf ist und dann die Seite startet erstmal mit 400 Links, hat das nicht sowieso weniger Wert und wird ignoriert von Google? Also ignoriert sicher nicht. Was passiert vor allem mit den Boilerplate-Inhalten? Wir würden das als Boilerplate bezeichnen, wenn das quasi mehrfach wiederholt wird über die Website, ist, dass wir da vor allem die textlichen Inhalte vielleicht ein bisschen unterbewerten, wenn wir das auf anderen Seiten sehen. Das heißt, ich würde mal sagen, mit der Startseite würden wir das als etwas Relevantes sehen, weil das da halt auch erwähnt ist. Aber wenn das auf allen Detailseiten nochmal wiederholt wird, dann können wir sagen, gut, wir haben das von der Startseite schon sauber indexiert. Wir müssen das nicht so stark bewerten für die anderen Detailseiten. Das heißt, vom Crawling her würden wir diesen Links trotzdem noch folgen. Auf der Startseite würden wir das sicher auch normal berücksichtigen. Auf den Detailseiten ist es aber so, dass wir dann sagen würden, gut, vom Inhalt her bringt uns das nicht noch mehr Wert. Wir konzentrieren uns eher auf die hauptsächlichen Inhalte von diesen Detailseiten. Mhm. Danke.
Wie ist das denn, wenn Kategorieseiten sehr hoch gelistet werden, auch also ein sehr hohes Ranking haben, zum Beispiel Position 1, 2 oder 3, geben diese Seiten denn auch ein mehr Signale weiter, also wenn noch Unterlinks bestehen? Klar, ja. Also wenn wir denken, dass diese Kategorienseiten wichtig sind, dann sind die Sachen, die von dort aus verlinkt werden, sind entsprechend für uns auch relativ wichtig. Und wenn ein Suchwort zum Beispiel auf Seite 6 ganz unten ist, also Platz 60, 70 oder so, dann gibt diese Seite nicht so viel Signale weiter, auch wenn die von der Homepage aus verlinkt ist. Also du meinst in den Suchergebnissen dann auf? Ja, also ich habe halt eine so eine Qualitätsseite, wo ich nicht genau weiß. Also es gibt diese Frage, wo versucht ihr mit einem Suchwort zu ranken, was nicht unbedingt so richtig passt halt. Da habe ich eine Seite von und die ist auf Platz 60 irgendwo, ist aber von der Homepage prominent verlinkt. Wäre es dann so, dass diese Seite dann den Rest noch ein bisschen mit runterzieht halt auch? Also das ist ja eigentlich Verschwendung, von der Homepage verlinkt auf diese Seite. Ich könnte ja eigentlich den Link auch entfernen und dann mehr abgeben auf die anderen Kategorien. Kann man wahrscheinlich machen. Ich weiß nicht, ob das Verschwendung ist. Ist schwierig zu sagen. Was vielleicht auch wichtig dabei ist, ist, dass das Ranking hängt nicht nur davon ab, wie das quasi intern verlinkt ist, sondern wir versuchen natürlich auch die Relevanz von diesen Seiten bezüglich diesen Keywords zu bestimmen. Und da kann es durchaus sein, dass etwas, sag ich mal, gut verlinkt wird intern, aber dass wir denken, die Seite ist trotzdem vielleicht nicht so wahnsinnig relevant für diese besondere Suche. Das heißt, da nur vom Ranking allein würde ich nicht sagen, dass wir denken, diese Seite ist irrelevant oder dass sie schlecht verlinkt ist, sondern das hat da eine Kombination von vielen verschiedenen Faktoren. Okay, alles klar. Aber normalerweise, wenn du siehst, dass etwas wirklich auch stark in den Suchergebnissen erscheint, nicht nur für eine Suchanfrage, sondern auch vielleicht für eine Sammlung von Suchanfragen, die für deine Seite relevant sind, dann ist das schon eher ein Zeichen, dass wir denken, das ist eher eine wichtige Seite für uns. Okay. Dann eine Frage zum Sitelinks-Suchfeld. Wir haben unser Sitelinks-Suchfeld trotz der richtigen Implementierung in JSON-LD in den Suchergebnissen verloren. Laut Search Console und dem Test-Tool für strukturierte Daten ist das Suchfeld für unsere Website gültig. Bei Betrachtung anderer Domains ist aufgefallen, dass diese die gleichen strukturierten Daten verwenden und bei denen ein Suchfeld in den Google-Ergebnissen angezeigt wird. Welchen Grund könnte es hierfür geben? Gerade beim Sitelinks-Suchfeld ist es so, dass wir in erster Linie darauf achten, ob es für uns jetzt Sinn macht, ein Sitelinks-Suchfeld zu zeigen oder nicht. Und wenn unsere Algorithmen sagen, dass wir jetzt ein Sitelinks-Suchfeld zeigen sollen, dann schauen wir, ob ihr dieses Markup habt, ob wir das sauber verwenden können. Und dann zeigen wir quasi eure Variante oder dann zeigen wir halt eine normale Sitesuche-Variante. Das heißt, wenn das Sitelinks-Suchfeld verschwindet oder gar nicht dargestellt wird, dann ist es in der Regel eigentlich nicht ein Zeichen, dass das Markup falsch ist, sondern dass unsere Algorithmen einfach denken, im Moment macht das nicht so Sinn, ein Sitelinks-Suchfeld zu zeigen. Das heißt, was ich jetzt an eurer Stelle da machen würde, ist das Markup einfach beibehalten und das vielleicht einfach weiterhin beobachten und schauen, ob das wieder zurückkommt oder ob das jetzt einfach halt jetzt nicht mehr dargestellt wird. Wir versuchen das dann darzustellen, wenn wir denken, dass das für den Benutzer auch sinnvoll ist. Das heißt, wenn wir erkennen können, dass die Benutzer mit eurer Website eigentlich soweit gut zurechtkommen, das heißt, über die Suche dahin kommen, wo sie hinwollen in eurer Website, dann müssen wir eigentlich kein Sitelinks-Suchfeld zeigen. Wenn wir hingegen feststellen, dass jemand immer nach eurer Webseite zuerst sucht und dann nach Varianten innerhalb der Webseite sucht, dann denken wir, dass es vielleicht Sinn macht, ein Sitelinks-Suchfeld zu zeigen. Zum Beispiel
mit YouTube oder den meisten anderen Video-Sites. Viele suchen vielleicht nach YouTube, aber sie wollen nicht auf die YouTube-Homepage gehen, sondern sie wollen bestimmte Videos anschauen. Und dann macht es vielleicht Sinn, dass wenn jemand nach YouTube sucht oder nach dieser Video-Website, dass wir sagen, gut, was auf YouTube oder was auf dieser Video-Website wollt ihr eigentlich sehen? Und da macht es dann vielleicht eher Sinn, ein Zeitlinks-Suchfeld zu zeigen. Aber das ist nicht ein Qualitätszeichen, es ist nicht etwas, was man quasi erreichen muss, sondern es ist wirklich einfach, wir versuchen zu erkennen, wann macht das Sinn und wann macht das weniger Sinn. Und das kann sich im Laufe der Zeit auch verändern. Dann ganz viele Fragen über Ranking und Search Console von Hans. Mindestens die erste Rezept-URL in den Rezeptkarussells wird unter der Box auch noch einmal als ganz normaler organischer Treffer angezeigt. Wie wird das in Search Console gewertet? Wir haben für Search Console haben wir eine relativ ausführliche Hilfeseite, die diese ganzen Varianten von quasi Elementen und mehrere Suchergebnisse auf einer Seite eingeht. Ich würde das auf jeden Fall mal anschauen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn mehrere Seiten von einer Website in den Suchergebnissen dargestellt werden, dann wird in Search Console das Element mit dem höchsten Ranking quasi gezählt und das wird dann für den Durchschnitt verwendet. Das heißt, wenn ich 2, 3 Elemente habe auf einer Suchergebnisseite von der gleichen Website, dann nehmen wir das höchste Element und nehmen das dann für den Schnitt für die Website insgesamt für diese Suchanfrage. Wenn man das pro URL anschaut, dann nehmen wir natürlich das Ranking von dieser einzelnen URL für diese Suchanfrage. Das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich, ob man das pro Suchanfrage oder Website anschaut oder ob man das pro URL anschaut. Wenn man das eben, wie gesagt, auf der pro Suchanfrage oder pro Domain-Sicht anschaut, dann nehmen wir den höchsten Punkt. Pro URL trifft natürlich die einzelne URL entsprechend dazu. Dann für die Position innerhalb der Rezeptkarussell. Gelten da die gleichen Ranking-Faktoren wie in der organischen Suche? Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab vom Karussell, wie das gehandhabt wird. Es muss nicht unbedingt das gleiche Ranking sein wie in der normalen organischen Suche. Das heißt, in diesen Karussells können unter Umständen ja andere Kriterien auch relevant sein und dann kann es schon sein, dass wir das Ranking innerhalb von Karussell ein bisschen anders haben. Gibt es spezielle Faktoren, welche die Reihenfolge der Rezepte innerhalb des Karussells beeinflussen? An und für sich aus meiner Sicht nichts Spezielles, was man da erwähnen könnte aus unserer Seite. Dann noch mehr Rezepte. Wie wertet Google in der Search Console bei Rezepten die Rich Cards in den Rezeptkarussells. Auf dem Desktop werden 3, auf dem Smartphone 4 Rezepte auf dem Anfang der Suchergebnisse angezeigt, wertet Google dann zum Beispiel auf dem Desktop alle 3 Rezepte in der Box als Platz 1. Gibt es bei den Auswertungen in der Search Console einen Unterschied, ob man innerhalb der Box auf Platz 1, 2 oder 3 ist? Das ist auch in diesem Hilfedokument dabei. Da ist es so, dass wenn die Elemente nebeneinander dargestellt werden in einem Block, dann zählen wir das als ein Element. Das heißt, wenn dieser Block, sage ich mal, an 2. Position ist und da sind 3 verschiedene Rezepte in diesem Karussell dabei, dann zählen wir alle 3 von diesen Rezepten als Position 2 in Search Console. Das Ganze mit den Positionszahlen und wie man das zusammenstellt, das ist immer ein bisschen kompliziert. Und ich denke, wichtig ist, dass man einigermaßen weiß, wie das gerechnet wird. Aber es gibt natürlich so viel verschiedene Suchvarianten und Suchelemente inzwischen, dass es da schwierig ist zu sagen, was diese Position genau heißt. Das heißt, da würde ich einfach immer die Suchergebnisse auch direkt mal anschauen
und überlegen, was das für meine Website bedeutet, wenn sie so dargestellt werden in Suchergebnissen. Neben den Host-Karussells gibt es bei Google zwei unterschiedliche Boxen mit Rich Cards von gemischten Anbietern. Hat Google dafür zur Unterscheidung bestimmte Namen wie Karussell oder Galerie? Was sind da die wichtigsten Unterschiede? Der Twitter-Link funktioniert da nicht. Ich habe da nicht nachschauen können, aber ich glaube, ich habe das bei dir auch auf Twitter gesehen. Soweit ich weiß, haben wir da nicht spezielle Namen für diese Karussells. In den meisten Fällen ist es so, dass da einzelne Teams an diesen Varianten arbeiten und diese Sachen können sich im Laufe der Zeit leicht verändern und es kann sein, dass wir da zwei Varianten in eine Variante zusammenklappen oder dass wir mal eine Variante auseinandernehmen und in vielen Fällen machen wir das dann auch extra so, dass wir da keine genauen Namen haben für diese Elemente, weil sie sich ja noch ein bisschen verändern können. Und von dem her haben wir eigentlich nicht genaue, sag ich mal, Kennzeichnungen, wo wir sagen würden, diese Variante mit dieser Pixelstruktur bedeutet das und diese Variante hat einen anderen Namen, sondern es kann relativ fließend sein, die Übergänge, und das kann sich recht auch im Laufe der Zeit verändern. Wo wir eben schon bei der Search Console waren. Ich hatte dazu eine Frage mit den Mobile Usability oder Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten Problemen. Ich habe die Frage auch da reingeschrieben. Mhm. Und es ist so, es ist ein Nachrichtenkunde, da sind jetzt die Zahl über 56.000 gewachsen und Content Wider Than Screen, Clickable Elements Close Together. Und wenn man dann die einzelnen URLs, die dort bemängelt werden, anklickt, dann kommt man ja, wenn man das dann live testet, auf den separaten Mobile-Friendly-Test. Und dieser Mobile-Friendly-Test gibt die gegenteilige Aussage, nämlich alles okay. Und dann natürlich versuche ich, Validate-Fix zu machen und der kommt nur negativ zurück und sagt, sorry, alles kaputt und bitte reparieren. Die Frage ist nur, welchem Tool vertraut man jetzt oder welches Tool sollte ich ignorieren? Ja, das. Und woher kommt das? Woher kommt diese Diskrepanz zwischen den beiden Tools? Das eine sagt, es ist Mobile-Friendly, das andere sagt, es ist nicht Mobile-Friendly. Ja. Gerade beim Mobile-Friendly-Test ist es so, dass es sehr stark davon abhängt vom Rendering. Mhm. Das heißt, wenn beim Rendering irgendetwas leicht schief geht, dann kann es sein, dass wir ein Rendering für diesen Testdurchlauf ohne zum Beispiel der CSS oder ohne allen JavaScript machen. Und dann kann es sein, dass wir beim Testen von diesen URLs denken, ah, das ist nicht so mobile-friendly, wie wir dachten. Meinst du jetzt den Mobile-Friendly-Test innerhalb der Search Console oder der außerhalb der Search Console? Ja, innerhalb der Search Console. Innerhalb. Also der innerhalb ist sensibel irgendwie? Genau. Das heißt, wenn wir versuchen natürlich einen großen Teil von den URLs der Website zu testen und das geht nur, wenn man das möglichst schnell macht und dann kann es passieren, dass solche Sachen auftreten. Und wenn man dann diese einzelnen URLs manuell testet. Im manuellen Tester ist es so, dass wir da ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen eher darauf achten, dass wir alle Inhaltsstücke auch mal sauber rendern können. Und wenn das da gut aussieht, dann ist das eigentlich okay. Das heißt, gerade im Bereich vom Mobile Usability Test, wenn ihr seht, dass da eine Anzahl Fehler dargestellt werden in Search Console und ihr einen Teil davon, sag ich mal, manuell testet und das kommt alles zurück, dass es okay ist, dann würde ich diese Fehler ignorieren. Und kann man, die Schwierigkeit ist hier, dass in der Search Console, man kann ja den Code, der gerendert ist, nicht sehen, weil das nur beim Live-Test dargestellt wird. Es würde mich natürlich trotzdem interessieren, woran jetzt dieser Search Console Mobile Test gescheitert ist, weil es kann ja trotzdem ein kleines Issue sein da irgendwo. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu simulieren irgendwie? Also einen sensiblen Mobile-Friendly-Test und sich dann den Code anzugucken? Glaube nicht. Soviel ich weiß, sieht man das wirklich, ist das wirklich nur im Live-Test. Aber gerade mit dem Mobile Usability Report, da bist du nicht der Einzige, der damit ja. Mühe hat. Ich weiß, Das ist etwas, wo wir im Moment dran arbeiten, dass wir das okay. Ein bisschen, sag ich mal, stabilere Fehler auch wirklich bringen können. Nicht, dass man da die einzelnen testen muss und dann überlegen muss, ja, soll ich jetzt diese zigtausende Fehler ignorieren oder muss ich da wirklich etwas machen?
Oder einfach zeigen, woran es gelegen hat. Das wäre ja schon, wenn man dann den getesteten Code, also den HTML sehen würde, dann würde man ja sehen, okay, das ist nicht geladen. Wobei, was ich nicht verstehe, wie du das sagst, es sagt mir ja hier zum Beispiel, der Content is wider than screen oder sowas. Und wieso, ich kann das rein technisch nicht nachvollziehen, warum, wenn manche Ressourcen nicht geladen werden konnten bei dem schnellen Rendering, warum dann ein Content breiter sein könnte als der Screen? Wie kann denn das passieren? Da müsste ja das CSS nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht ableiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das sein könnte, aber was zum Beispiel passieren kann, ist, wenn wir CSS nicht laden können und ihr Bilder eingebunden habt, die per CSS an die Bildschirmbreite angepasst werden, dann kann es schon sein, dass wir diese Bilder quasi in hohen Auflösungen eingeladen haben für das Rendering und dass dann das ganze Layout sich verzieht. Okay, na gut, das kann man natürlich nicht ahnen, wenn man nicht weiß, was für ein Code geladen ist, was nicht geladen worden ist. Ne? Ja. Man sieht ja auch in dieser Variante, in dem schnellen Test in der Search Console nicht, welche Ressourcen nicht geladen wurden. In der langsamen Version sieht man das ja auch. Okay. Ja. Das heißt, ich kann meinen Kunden sagen, wir können diese 56.000 Fehler ignorieren. Ja. Okay, alles klar, vielen Dank. Okay, dann ist, glaube ich, noch etwas, was mit Rendering ein bisschen zu tun hat. Wir haben begonnen, Produkte auf Produktlisten in der Shop-Seite mit JSON-LD auszuzeichnen. In Search Console laufen nun einige Warnungen für fehlende Felder wie Price, Valid, Until auf. Was uns Spannendes dabei aufgefallen ist, dass pro Warnung jede URL mit genau 6 Produkten, Artikelnamen aufgeführt wird, obwohl es deutlich mehr Produkte auf der Liste gibt. Die ersten 6 Produkte werden per JavaScript Onload geladen, inklusive JSON-LD. Alle weiteren Produkte werden per Lazy Loading geladen, wenn sie im Viewport sichtbar werden. Wir dachten, dass Google mit einem sehr großen Viewport die Seiten rendert, sodass bei uns initial beim Onload alle Produkte gerendert werden müssten. Hast du eine Erklärung dafür, dass im Search Console Report nur die ersten 6 Produkte angezeigt und deshalb vermeintlich auch nur diese gerendert werden? Ich weiß nicht, wie das in diesem Report bei euch aussieht. Von dem her ist es ein bisschen schwierig zu schätzen. Aber grundsätzlich scheint es jetzt so zu sein, dass wir die Seiten rendern, damit wir diesen JSON-LD auch sehen können, dass wir diese Produkte sehen können. Ich vermute, dass wir da beim Rendering irgendwie euer Lazy Loading nicht richtig aktivieren. Was ich da kontrollieren würde, ist zum Beispiel mit dem URL Inspection Tool die Seiten direkt dort zu rendern. Wahrscheinlich mit der mobilen Variante. Die meisten Websites sind ja jetzt auf Mobile First Indexing umgestellt. Das heißt, in der mobilen Variante würde ich das testen. Und da würde ich dann schauen, im HTML, in der gerenderten HTML-Version, ob da wirklich nur die ersten 6 Produkte sind oder ob auch wirklich alle Produkte nachgeladen werden oder ob entsprechend halt mehr als die ersten 6 Produkte nachgeladen werden. Das sollte sich einigermaßen eigentlich auch so testen lassen. Es gibt eben verschiedene Arten, wie man Lazy Loading machen kann. Und je nachdem kann es sein, dass Googlebot beim Laden dieser Seite da Mühe hat mit der Variante, die ihr da in diesem Moment eingebunden habt. Wir haben auch eine Dokumentationsseite über Lazy Loading, wo man ein bisschen nachschauen kann, was wir empfehlen würden. In der Regel sehen wir Lazy Loading in den meisten Fällen eher als etwas an, was zum Beispiel bei Bildern entsprechend auftritt, dass wir die Bilder nicht sauber eingebunden finden, dass wir die dann auch nicht sauber für die Bildersuche weiterverwenden können. Für, sag ich mal, Produktlisten, gerade wenn man sehr viele Produkte hat, würde ich trotzdem schauen, dass man irgendeine Art Paginierung einführen kann, damit wir wirklich zu all diesen Produkten auch kommen können. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sagen kann, diese Produkte sind untereinander auch sauber verlinkt, sodass, wenn wir die ersten 6 Produkte gefunden haben, dass wir von dort aus entsprechend, sag ich mal, die anderen Kategorien finden können oder dass wir von dort aus wirklich alle anderen Produkte von dieser Art auch trotzdem entdecken können, ohne dass wir alle Produkte in einer Liste auch entsprechend laden müssen.
Aber das sind, sag ich mal, verschiedene Varianten, die man da angehen kann. Und manchmal ist das nicht so wahnsinnig einfach, das Ganze durchzugehen. Aber ich würde wirklich mit dem Testen der Rendering erstmal anfangen, schauen, was effektiv gerendert wird, was Googlebot effektiv sieht, und dann überlegen, wie ihr das jetzt integriert habt in der Website, ob Googlebot wirklich alle Varianten auch sauber auffinden kann, die sauber die Links dorthin finden kann und diese Seiten auch indexieren kann. Oft kann man das auch in der Server-Log-Datei nachvollziehen, dass man da sieht, werden alle meine Produktvarianten effektiv auch gecrawlt. Und wenn sie schon mal gecrawlt werden, dann ist das schon mal ein relativ starkes Zeichen, dass wahrscheinlich ist das einigermaßen okay. Vielleicht kann man da das eine oder andere noch optimieren, aber auf jeden Fall ist es nicht so kritisch, dass gewisse Produkte gar nicht auffindbar sind. Okay, danke dir, John, für die ausführliche Antwort. Mich hat das jetzt gerade nochmal an die Frage von eben von David auch erinnert, weil ja auch da für den Mobile-Friendly-Test in der Search Console so ein bisschen ja anfälliger vielleicht ist. Kann das da auch der Fall sein? Also du hast am Anfang gesagt, du weißt nicht genau, wie das bei uns in der Search Console aussieht. Es ist wirklich so, dass für jede URL die ersten 6 Produkte nur angezeigt werden und es sind aber eigentlich mehr. Und jetzt wäre halt die These, okay, es ist in der Search Console vielleicht auch da ja ein bisschen anfälliger, dass er da das Rendering nicht so komplett durchführt, wie das eigentlich sonst der Fall ist, weil, wie du es gesagt hast, in den Logs und Inspection-Tools sieht es eigentlich sehr gut aus. Wir hatten immer die Annahme, Rendering funktioniert bei uns mit Lazy Loading, nur mit diesen JSON-LD-Elementen, die wir jetzt hinzugefügt haben, da ist es uns dann eben aufgefallen. Und wir haben uns gewundert, warum da nur ein sehr kleiner Teil der Produktliste jetzt über Search Console dann berichtet wird. Die meisten anderen Funktionen in Search Console sind direkt an die indexierten Daten gebunden. Okay. Das heißt, wenn die effektiv nicht dargestellt werden in diesem Report, die einzige andere Variante, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass im Report vielleicht nur 6 Beispiele dargestellt werden. Weiß ich jetzt nicht auswendig, ob das der Fall ist. Es wäre ein bisschen komischer Zufall, aber wäre auch eine Variante. Aber wenn da effektiv nur diese 6 URLs gezeigt werden, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass wir nur diese sehen für die Indexierung. Okay, weil das wäre ja schon ein krasses Problem, weil das hätten wir so jetzt nicht erwartet, dass es dann ein Problem ist. Und wie gesagt, in den Logs sehen wir auch, dass mehr Produktkacheln vom Googlebot auch gerendert und abgerufen werden. Das ist dann so das Gegenbeispiel, was wir haben, wo wir eigentlich sagen, okay, dann scheint es ja doch ganz in Ordnung zu sein. Aber müsste man wahrscheinlich nochmal im Detail technisch vielleicht gucken, wie dann Lazy Loading bei uns aussieht. Ja. Und okay. Ja, vielleicht finden wir ja auch die Links, aber einfach den JSON-LD passend dazu nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Das ist im Head mit drin. Ist das ein Problem? Also es kommt wirklich beim Lazy Loading im Head, das ist egal, oder? Das ist egal, ja. Okay, ja, dann schauen wir nochmal. Gut, danke dir. John, so ähnlich ist auch das Problem, das der Florian Elbers unten beschrieben hat. Das habe ich auch, dass Seiten indiziert werden von Google und dann nach einer Weile werden die von grün wieder auf gecrawled, zurzeit nicht indexiert, zurückgestuft, also auch in blockiert dargestellt. Kennst du das Problem? Ich kenne das jetzt nicht als ein Problem in Search Console. Nee. Aber grundsätzlich kann es schon sein, dass wir Seiten erstmal indexieren und dann später denken, gut, vielleicht müssten wir die gar nicht so indexieren. Von dem her, was ich da, macht mich ein bisschen stutzig, weil ich jetzt nicht weiß, ob das Problem ist, dass wir die Seiten nicht mehr indexieren. Das wäre aus meiner Sicht an und für sich normal, dass wir manchmal Sachen indexieren und dann nachher denken, gut, wir brauchen das eigentlich doch nicht. Mhm. Oder ob diese Seiten effektiv indexiert sind, aber einfach in Search Console nicht als indexiert dargestellt werden. Das wäre aus meiner Sicht dann eher ein Problem. Das habe ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt in den letzten Wochen das nicht mehr geprüft, aber ich hatte tatsächlich da Hunderttausende von URLs, die zurzeit nicht indexiert sind, gecrawled, aber nicht indexiert. Und wenn ich viele von denen teste, man kann ja immer nur punktuell testen, sind viele von denen tatsächlich doch noch im Google-Index. Okay. Wenn du mir ein paar Beispiele schicken könntest, wäre ich dir extrem dankbar. Okay, mache ich gerne. Okay, gut. Schauen wir das mal an. Dann zu Site Speed. Für den Ranking-Faktor werden Felddaten sowie Lab-Daten relevant. Hat das einen Grund, warum der Search Console Speed Report nur auf Felddaten basiert? Habt ihr Pläne daran, etwas zu ändern? Und ist das aus deiner Sicht überhaupt ein Problem?
Ja, wir verwenden effektiv für das Ranking, verwenden wir schon die Felddaten und die Lab-Daten, also die Testdaten, wenn wir jetzt einzelne URLs testen. Und in Search Console haben wir uns eigentlich direkt dafür entschlossen, nur die Felddaten darzustellen, das heißt die Daten aus dem Chrome User Experience Report, die aufgrund von normalen Benutzerdaten an und für sich bestehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, warum wir das so gemacht haben, aber das, was wir einfach gesehen haben, gerade beim Speed Report, ist es so, dass es extrem kompliziert ist, einen Speed Report aufzustellen, der auch effektiv brauchbar ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Team sich dafür entschieden hat, erst einmal die, sag ich mal, einfachere Variante zu machen, dass wir da wirklich nur die Felddaten dazu nehmen. Vielleicht kommt das dann später irgendwann, dass wir denken, das entsprechend auch ein bisschen erweitern für die ganzen Lab-Daten, das heißt quasi die einzelnen Tests, wenn man das theoretisch durchgeht. Ich weiß allerdings nicht, was da die genauen Pläne sind. Aber das Ganze mit dem Speed Report, ich weiß nicht, das haben wir rund um Google I.O. im Mai irgendwann mal gedacht, wir könnten das herausbringen, und das hat extrem lange gebraucht, bis wir da das so weit hinkriegen konnten, dass es wirklich einigermaßen auch etwas ist, womit Websites auch arbeiten können. Ich habe neuerdings ein Published und Last Modified Datum im Artikel und im Markup, obwohl ich keinen Blog und keinerlei zeitsensitive Branchen wie zum Beispiel News oder Technik habe, erscheint nun das Published Datum in den Suchergebnissen. Da es dort bei Evergreen-Themen eigentlich keinen Mehrwert für User hat und Platz wegnimmt, möchte ich die Datumsangaben wieder löschen. Spricht etwas dagegen oder sollte ich aus Sicht von Google die Datümer doch lieber belassen, zum Beispiel für EAT? Du kannst das reinnehmen oder rausnehmen, wie du willst. Das spielt da eigentlich keine große Rolle. Aus unserer Sicht, wir versuchen natürlich festzustellen, welches Datum da relevant ist, und unter Umständen zeigen wir das dann in den Suchergebnissen. Wenn du möchtest, dass das Datum erscheint, welches du quasi selber bestimmst, welches auch vielleicht sichtbar ist auf der Seite, dann würde ich das im Markup definitiv drin lassen. Wenn es dir soweit egal ist, kannst du das natürlich auch rausnehmen. Es ist nicht so, dass wir da ein Trust-Faktor haben würden, wo wir sagen würden, wenn ein Datum vorhanden ist im Markup, dann ist diese Seite wichtiger. Bin ich zu hören? Ja. Also ich habe ja nichts gegen diese beiden Datumsangaben. Also ich finde das durchaus grundsätzlich sympathisch, wenn das vorhanden ist, wenn man das lesen kann, okay. Der Artikel, auch wenn er schon ziemlich alt ist, der ist irgendwann mal veröffentlicht worden, vor so und so vielen Jahren. Und er ist zuletzt aktualisiert worden zum so und so vielten. Also mir ist das eigentlich durchaus sympathisch. Nur wusste ich nicht, dass jetzt eines dieser beiden Datümer, und zwar leider auch das Publish-Datum, das bei mir teilweise auch schon oft sehr, sehr alt ist, von 2010, dass das dann im Snippet erscheint. Das wusste ich nicht. Und dort, ja, was macht das Datum dort? Ist das dort wirklich sinnvoll? Bringt es einen großen Mehrwert für User, wenn er jetzt bei einem Evergreen-Thema weiß, das wie gesagt nichts mit Technik oder News oder so zu tun hat, dass der Artikel schon 2010 erstmals veröffentlicht worden ist? Hilft es der Klickrate? Ich glaube im Zweifelsfall wahrscheinlich eher nicht. Es nimmt ein bisschen Platz weg, und von daher dachte ich mir, naja, also momentan habe ich es in beiden, sowohl im Markup als auch auf der Seite. Und ich würde es dann halt jetzt mal im ersten Schritt probieren und nur im Markup löschen und schauen, ob es dann immer noch im Snippet erscheint. Und wenn es dann immer noch im Snippet erscheint, würde ich es dann halt auch auf der Seite löschen, beziehungsweise vielleicht das Datum nicht ausformuliert haben, sondern nur schreiben irgendwie das Jahr oder nur Monat und Jahr. Und ich vermute, dann wird es euer Algorithmus nicht mehr aufnehmen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist. Also nicht schwierig in dem Sinn, dass man das nicht machen kann, aber
Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Algorithmen vielleicht im Moment eher denken, gut, das Datum ist auf der Seite und der Markup, vielleicht ist das wichtiger, vielleicht sollten wir das darstellen. Aber ich weiß nicht, ob man davon ausgehen kann, dass wenn man das Markup oder das Datum aus dem Markup herausnimmt, dass wir dann das nicht mehr im Snippet zeigen würden. Und auch wenn man das Datum jetzt von der Seite, vom Inhalt rausnehmen würde, ob wir dann sagen würden, gut, wir wissen nicht, wann das veröffentlicht wurde, weil wir wissen ja trotzdem ungefähr, wann das veröffentlicht wurde, was damit zusammenhängt. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es unter Umständen schwierig ist, sage ich mal, mit relativ einfachen Mitteln dieses Datum einfach zum Verschwinden zu bringen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einfach längerfristig sagen, gut, das Datum ist jetzt da nicht so relevant, dass auch wenn das im Markup vorhanden ist, dass wir das dann nicht darstellen. Von dem her sehe ich das ein bisschen als etwas, ja, ein bisschen zweifelhaft an, ob man das direkt so eins zu eins wieder verschwinden lassen kann. Also du meinst dadurch, dass ihr das schon... Sorry? Ihr wisst das Datum jetzt schon, ne? Also ihr habt das jetzt schon zur Kenntnis genommen und damit ist es sozusagen eine gewisse Verbindlichkeit, die ihr nicht so ohne weiteres wieder aufgeben wollt. Ja gut, wir wissen natürlich auch, oder wir können das Datum auch quasi erahnen, auch wenn das nicht direkt auf der Seite erwähnt wird, auch wenn das von Anfang an nicht direkt dabei ist. Weil irgendwann sehen wir diese Seite zum ersten Mal, irgendwann sehen wir die Links zu dieser Seite zum ersten Mal und dann können wir von dort an ein bisschen verfolgen, ja, verändert sich diese Seite oder nicht. Und da können wir ein bisschen schätzen, welches Datum relevant wäre, auch wenn gar kein Datum erwähnt wird. Das Markup hilft uns dann vor allem, wenn wir unsicher sind, wenn wir ein Datum mit dieser Seite quasi zusammen erwähnen möchten, aber vielleicht wählen wir irgendwie das falsche Datum. Vielleicht nehmen wir das Datum, wann wir diese Seite zum ersten Mal gesehen haben, aber eigentlich besteht diese Seite schon jahrelang früher und Google hat sie einfach nicht entdeckt. Dann kann man mit dem Markup das natürlich angeben und sagen, das ist effektiv das Datum, was für mich relevant ist. Aber das Umgekehrte, dass man sagt, ich möchte, dass gar kein Datum mit dieser Seite verbunden ist, das kann man eben nicht so einfach angeben. Also mir geht es nicht darum, dass kein Datum mit der Seite verbunden ist, sondern ob es im Snippet erscheint, darum geht es letztendlich. Ja. Nur das. Aber ich kann das ja nicht anders beeinflussen. Ich kann ja nicht irgendwie in der Search Console die Wahl treffen und irgendwo anklicken und sagen, bitte das Datum nicht erscheinen lassen, gibt es ja keine Möglichkeit. Ne? Nein. Was man machen kann, ist mit dem No-Snippet-Meta-Tag arbeiten, aber das ist ein relativ großer Hammer. Ist natürlich der ganze Snippet weg. Nee, das hilft mir auch nicht. Das ist ein bisschen extrem, ja. Also an deiner Stelle würde ich das einfach mal ausprobieren, mal den Markup wegnehmen, eine gewisse Zeit lassen, bis sich das wieder einpendeln kann und dann schauen, wie die Suchergebnisse aussehen und dass man da so Schritt für Schritt vorwärts macht. Wenn du später merkst, dass quasi ohne diesen Markup, dass das Datum immer noch dargestellt wird, wäre ich froh, wenn du mir die Suchanfrage und die URL mal zuschicken kannst, dann kann ich das direkt mit dem Team hier auch anschauen. Weil das Team, welches an diesen ganzen Datumsachen arbeitet, ist auch hier in Zürich, da geht das manchmal relativ gut. Ah, okay, alles klar. Noch eine Sache zu dem JSON-LD-Skript, das ich direkt bei mir auf der HTML-Seite habe. Ist es für euch unter Umständen schwierig, wenn ich diesen JSON-LD-Skript noch in einem Div-Tag drin habe? Nein. Solange das gültiger JSON-LD ist, ist das überhaupt kein Problem, wo das integriert ist. Okay. Alles klar, danke. Du hattest noch als nächstes die Frage mit strukturierten Daten von AMP-Artikeln und Non-AMP-Artikeln. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie hast du das gemeint? Also ich habe Non-AMP-Artikel und entsprechende strukturierte Daten. Und die Seiten sind auch alle indexiert worden. Und jetzt kann man ja in der Search Console sich da sozusagen ein Feedback anschauen, was genau jetzt insbesondere von den Dingen, die auch in den SERPs erscheinen, was ihr da
an strukturierten Daten erkannt habt, gelesen habt, was ihr da vielleicht an einzelnen Attributen dann vermisst oder nicht vermisst, was vollständig ist oder nicht vollständig ist, da kriegt man ja Feedback in der Search Console. Und bisher sehe ich da, ist jetzt 10 Tage her, sehe ich da noch gar nichts. Also weder ein Feedback über AMP-Artikel noch über Non-AMP-Artikel. Weil ich mich halt gefragt habe, bei dem Testing-Tool von euch, da wird ja immer von AMP-Artikeln ausgegangen, ob es vielleicht sein kann, dass auch dieses Feedback in der Search Console nur zu AMP-Artikeln dort erfolgt und nicht zu Non-AMP-Artikeln. Oder woran das liegt, dass bisher da gar nichts erscheint dazu. Das sollte eigentlich auch für normale HTML-Seiten entsprechend gelten. Was einfach ist mit dem aggregierten Feed-Informationen in Search Console, aus der einen Seite wird das aggregiert über die geindexierten Daten. Das heißt, wenn diese Seiten noch nicht so weit indexiert sind für deine Website, dann zeigen wir da vielleicht noch nichts an. Bei 10 Tagen ist das wahrscheinlich gerade an dem Wert, wo ich sagen würde, wir sollten das langsam eigentlich erkennen. Ich vermute, wenn du da eine Woche oder zwei wartest, dann bist du da ziemlich sicher, ob das erkannt wird oder nicht. Die andere Sache ist, in Search Console sind diese besonderen Reports effektiv sehr, sag ich mal, genau auf ein Element bezogen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir da einen allgemein strukturierten Daten quasi Report haben, sondern wir zeigen da wirklich gezielt für diese Elemente, zeigen wir die Informationen in diesem Report an. Das heißt, zum Beispiel jetzt, wenn da, ich weiß nicht, nur ein Datum dabei ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir da keinen besonderen Report haben, wo das sichtbar wäre. Hingegen, wenn man jetzt Rezepte integriert, dann gibt es da einen Recipe-Report, wo wir diese Rezepte entsprechend darstellen würden. Und da hängt es ein bisschen davon ab, was du genau da implementiert hast. Aber ich würde da vielleicht noch eine Woche oder zwei warten und schauen, ob das jetzt effektiv noch kommt oder ob da vielleicht das einfach eine andere Art von strukturierten Daten sind, die nicht direkt in Search Console dargestellt werden. Okay. Danke dir. Okay. Zeitlich sind wir bald am Ende. Von dem her möchte ich das vielleicht mal für euch noch eröffnen, wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen oder Kommentare habt. Ja, ich hoffe, man hört mich. Ja. Folgendes. Wir haben jetzt seit Mitte Oktober haben wir das Problem, dass Seiten bei uns nicht gecrawlt wird. Ich hatte das auch in den Kommentaren schon geschrieben. Und wir können gar nicht nachvollziehen, woran das liegt, weil eine Seite mit sogar, also ähnliche Seiten, wir haben halt so Suchergebnisse und die werden dann sollen gecrawlt werden. Die eine Seite mit weniger Suchergebnissen wurde gecrawlt, die andere, also alle, anders gesagt, alle anderen werden nicht gecrawlt und eine andere Seite, die zum Beispiel nicht gecrawlt worden ist, hatte mehr Suchergebnisse. Und für uns ist nicht klar, wieso das als Duplicate Content, beziehungsweise Duplicate Content wird another Canonical eingestuft wird, immer zur Startseite. Das geht nicht ganz hervor. Okay, das war die 3D-Find-Website? Ja, genau. Stimmt das? Okay. Ich habe das vorher kurz angeschaut und was da auf unserer Seite passiert, ist, dass wir quasi diesen URL-Muster erkennen und das Gefühl haben, dass alles, was mit einem Fragezeichen beginnt, an und für sich auf die Startseite zurückgeklappt werden kann. Mhm. Und einerseits ist das wahrscheinlich ein Fehler auf unserer Seite, dass wir das so machen, weil die Beispiele, die du da gezeigt hast, die sind effektiv so, dass da wirklich auch andere Inhalte dabei sind. Andererseits ist das etwas, was unsere Systeme da automatisch erkannt haben. Das heißt, wir haben wahrscheinlich sehr viele Links auf diese Varianten gesehen. Wir haben viele von diesen Varianten gecrawlt und haben gesehen, dass die Inhalte effektiv immer gleich sind. Das heißt, was ich da vielleicht mal kontrollieren würde, ist gerade innerhalb der Website, wenn du die Website selber crawlst mit, ich weiß nicht, Screaming Frog oder all diesen anderen Crawler, die man selber verwenden kann, ob da sehr viele Seiten gefunden werden mit Parametern von der Homepage aus, die sehr ähnlich sind oder die immer auf die Homepage zurück weiterleiten oder die Inhalte von der Homepage wieder zeigen. Und
dann würde ich schauen, dass man das ein bisschen verbessern kann, sodass, wenn Google URLs findet innerhalb der Website, die zu diesen Parameterseiten gehen, dass wirklich direkt immer klar ist, diese Seiten sind gültig, das sind Seiten, die können so separat indexiert werden. Okay, wenn ich da jetzt noch ergänzend was zu fragen darf. Mhm. Wir haben eine JavaScript-Seite, das heißt, wir haben keine echten Links überhaupt da drauf. Das heißt, wenn man da anklickt, dann wird das quasi nur dann gerendert, die URL angepasst und so weiter. Wir sollten also das, wenn ich das richtig verstanden habe, eher zu echten URLs ändern, die anklickbar sind? Oder wie darf ich das verstehen? Also zu A-Tags quasi. Kann man machen, kann man sicher machen. Ich denke, es gibt da verschiedene Varianten, wie man das angehen kann. Es ist schwierig zu sagen, welche Variante jetzt die einfachste oder die schnellste Variante für euch wäre. Eben einerseits denke ich mal, das Grundproblem, dass wir viele URLs mit Parametern finden, die zurück zur Startseite gehen und die Startseite wieder darstellen. Das ist mal die eine Sache. Was man da vielleicht machen könnte, ist schauen, ob man da eine 404 zurückgeben kann für die nicht gültigen Parametern. Mhm. Das würde uns sicher helfen zu unterscheiden. Es gibt gültige Seiten mit Parametern und es gibt ungültige Seiten, dass man da sauber unterscheiden könnte. Was ich vielleicht an deiner Stelle machen würde, um das ein bisschen schneller verarbeiten zu lassen, ist, dass man da, sage ich mal, einfach ein Unterverzeichnis einrichtet, wo man diese ganzen Suchanfragen hineinnimmt. Das heißt, dass sie nicht per Definition schon alle mit der Startseite zusammengeklappt werden, sondern dass ich zum Beispiel die Homepage habe und dass ich dann ein Unterverzeichnis Strich suche oder wie auch immer. Mhm. Und dass dann dort die ganzen Parameterversionen mit den Suchanfragen entsprechend dargebracht werden. Nur kurz zur Ergänzung noch. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt 3dfinder.it, also ne, 3dfinder.it/Suche und dann mit Fragezeichen Suchparameter, dann wäre das kein Problem. Dann oder? Wäre das weniger ein Problem. Okay. Dann ist ja. Es zumindest so, dass die ganzen alten Strukturen da keine Rolle mehr spielen. Mhm. Oder dann müssen wir diese Struktur erstmal neu erkennen. Und wenn du dann schon von Anfang an dafür sorgst, dass diese URLs sauber aufgebaut sind, dann ist das kein Problem mehr. Okay, vielen Dank. Super. John, kennst du die Untersuchung von Search Engine Journal von vorgestern oder so, dass JavaScript-Indexing immer noch ein Problem ist, dass es starke Delays gibt beim Indexing? Mhm. Wir haben das angeschaut und zumindest, was das Team dazu meint, ist, also einerseits, dass wir nicht genau wissen, was da wirklich getestet wurde und andererseits, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was wir sehen beim Testen. Und von dem her ist es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, Bartosz kommt zum Webmaster Conference nach Zürich und da wollte Martin das dann auch mal direkt mit ihm besprechen. Ah, oh, cool. Ja. Könnte ich noch eine Frage stellen? Ja, leg los. Es geht um gelöschte Sitemaps. Ich habe die aus der GST gelöscht, aber Googlebot greift immer noch drauf zu. Verarbeitet ihr die dann oder was macht ihr damit? Wahrscheinlich schon. Wenn noch Sitemap-Dateien sind, dann versuchen wir die noch zu verarbeiten. Aber wenn du 404 zurückgibst, dann geht es einfach, ich weiß nicht, einen Monat oder zwei und dann lässt das Sitemap-System die an für sich ganz gehen. Ach so, also GSC löschen reicht nicht aus, sondern direkt vom Server auch löschen. Genau. Okay, alles klar. Danke. Super. Okay, dann machen wir vielleicht hier eine Pause. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem von den nächsten Hangouts wieder. Tschüss allerseits. Tschüss. Tschüss.